Prag, Herzstück europäischer Geschichte, die goldene Stadt, legt Zeugnis über mehr als 1000-jährige europäische Kultur ab. Prag liegt an einer Stelle, wo die Moldau eine Furt bildet. Schon in vorgeschichtlicher Zeit kreuzten sich an dieser Furt wichtige Handelsstraßen. Diese Stadt wurde nicht nur zur Residenz der böhmischen Herrscher, sondern seit der Gründung des Bistums im Jahr 973 auch zum kirchlichen Zentrum. So erlangte Prag seine wichtige Stellung und wurde zum politischen und kulturellen Mittelpunkt. Zur goldenen Stadt machte es Kaiser Karl IV., indem er über den Burgtoren neue Dächer aus vergoldetem Blei errichten ließ. Damit wollte er allen Herrschern der restlichen Welt seinen großartigen Ruhm seines Königreiches zeigen. In der Barockzeit wurde eine große Zahl von Türmen errichtet. So erhielt die Stadt den Namen hunderttürmiges Prag. Es gibt wohl kaum eine andere Stadt Europas, in der sich auf so engem Raum so eine Vielfalt architektonischer Schmuckstücke aus den diversen Epochen wie Romantik, Gotik, Renaissance, Barock bis Jugendstil versammeln. Nicht nur berühmte Persönlichkeiten wie Mozart, Kafka oder Albert Einstein, sondern viele Besucher aus aller Welt zieht diese Millionenstadt in ihren Bann. Durch Prag führt sie der Sänger und Entertainer Karel Gott und zeigt ihnen die Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt. Wir befinden uns auf der Karlsbrücke. Von ihr aus beginnen wir unsere romantisch-kulturelle Reise durch Prag. Die Karlsbrücke verbindet die beiden Moldau-Seiten, Altstadt und Kleinseite. Von ihr bietet sich ein wunderbarer Blick auf das Moldautal. Der Bau der Brücke mit ihren 520 Metern Länge wurde 1357 begonnen und erst Anfang des 15. Jahrhunderts vollendet. Die beiden Brückentürme sind sicher einer der schönsten Türme Mitteleuropas. Der Ratschinerplatz und die barocke Pestsäule von Ferdinand Maximilian Brokoff aus Gusseisen bildet den Zugang zur Burg. Neben der Pestsäule steht das Palais Schwarzenberg. Im Palais Schwarzenberg ist heute das Heeresgeschichtliche Museum untergebracht. Nach dem vorhängenden Lünettengesims im lombardischen Baustil und den reich verzierten Giebeln wurde dieses Palais im 16. Jahrhundert erbaut. Die wunderschönen, im 20. Jahrhundert rekonstruierten venezianischen Grafikmuster zeigen uns diverse Darstellungen antiker Götter sowie allegorische Figuren. Vom Palais Schwarzenberg gehen wir vis-à-vis zum erzbischöflichen Palais. Früher stand dort ein Renaissancehaus, das Ferdinand I. dem ersten katholischen Erzbischof übergab. Im 16. Jahrhundert wurde dieses Haus umgebaut und vergrößert. Das prunkvolle Hauptportal wurde 1676 vom französischen Architekten Jean Maté gemacht. Wir verlassen nun das schöne erzbischöfliche Palais und wandern weiter zum Eingang der Prager Burg.
Durch das Gittertor mit den thronenden, kämpfenden Giganten betreten wir den ersten Burghof. Der Burghof entstand 1756 bis 1774 unter der Kaiserin Maria Theresia. Feierliche Wachablöse vor der Prager Burg, dem Hradschin. Alter Herrschaftssitz des Königreiches der Böhmen. Der Präsident Václav Havel, Politiker widerwillens, hat den Soldaten der Ehrengarde neue Uniformen und ein neues Zeremoniell verordnet. Die Uniformen entwarf der preisgekrönte Kostümbildner Theodor Pistow. Durch das Matthias-Tor betreten wir zuerst den zweiten Burghof und gehen weiter in den dritten. Wir sehen nun den Fürsten- und Königspalast. Statt des ersten Fürstenhofes aus dem 9. Jahrhundert wurde hier im 11. Jahrhundert ein romanischer Palast erbaut. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts fand eine umfassende Vergrößerung in der Regierungszeit von Ottokar II. Statt. Kaiser Karl IV. Machte weitere bauliche Veränderungen. Bis zum 16. Jahrhundert diente der Palast als König- und Herrensitz. Der Sanfeitsturm ist die Metropolitankirche des Erzbistums Prags. Um Jahr 925, 1344 wurde von Karl IV. Mit dem Bau der gotischen Kathedrale begonnen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Veitsturm vollendet. Er erhebt sich an der Stelle einer Kapelle, die Herzog Wenzel dem heiligen Veit gewidmet hat. Der Bau des ersten Teiles wurde durch den französischen Baumeister Matthias von Arras im älteren Stil der Gotik durchgeführt. Von ihm stammt auch der 47 Meter lange und 39 Meter hohe Chor. Er war somit der erste Architekt des Domes. Nach seinem Tode wurde der Dom vom zweiten Dombaumeister Peter Parler fertiggestellt. Der Veitsdom ist nicht nur die imposanteste Kirche Prags, sondern auch der prachtvollste Bau auf dem Hradschin. Die größte Kirchenglocke Böhmens, die sogenannte Sigismundglocke aus Bronze, befindet sich ebenfalls in diesem Dom. Gegenüber des Sanfeitsdoms erhebt sich die romanische Basilika San Georg, der älteste Kirchenbau in der Burg. Die zweitürmige Basilika dient heute als Konzertsaal. Um 912 wurde sie von Herzog Wratislav I. gegründet. Durch Brände verwüstet wurde diese Kirche des Öfteren umgebaut. Ihr jetziges Aussehen, ihre schöne Barockfassade, erhielt sie im 17. Jahrhundert. Bei den diversen Renovierungen 1897 und 1959 wurde die romanisch geprägte Kirche wiederhergestellt. Über die Georgsgasse spazieren wir 3 Minuten weiter zum Goldenen Gässchen. Das Goldene Gässchen ist einzigartig in ihrer Art.
Die Front besteht aus winzigen Häusern, die in die Bogen des Wehrgangs eingelassen wurden. Rudolf II. Teilte sie seinen Burgschützen zu, damit sie ein Handwerk betreiben konnten in ihrer freien Zeit. In der Überlieferung heißt es auch, dass Rudolf II. Versucht hat, hier Gold herstellen zu lassen, und diese Häuser dienten sozusagen als Laboratorien. Daher auch der Name Goldmachergässchen. Das Goldmachergässchen war unsere letzte Station auf der Prager Burg. Wir gehen wieder zu unserem Ausgangspunkt, der Karlsbrücke, zurück, und bei dieser Wanderung genießen wir nochmals den Blick von der Burg auf die schönen Häuserdächer und den Blick auf die Prager Altstadt. Der alte gotische Friedhof gehört zu den historischen Leckerbissen der ehemaligen jüdischen Stadt. Er entstand um das 15. Jahrhundert und wurde bis 1787 benutzt. Von wunderschönen Bäumen befinden sich ca. 20.000 Grabsteine. Unvorstellbar, wie man auf diesem engen Raum so viele Tote unterbringen konnte. Es wurde auf die bestehenden Gräber neues Erdreich gehäuft und somit entstand eine neue Grabschicht. Man sagt auch, dass es an manchen Stellen bis zu 10 Grabschichten gibt. Das ergab natürlich diese eindrucksvolle Ansammlung diverser Grabsteine. Das ehemalige Agneskloster dient heute als Ausstellungsort für Sammlungen der Nationalgalerie oder des Kunstgewerbemuseums. Das Kloster gehört zu den historisch bedeutendsten Bauwerken der Stadt. Prinzessin Agnes, Schwester des König Wenzels I., gründete nach dem Vorbild der heiligen Clara von Assisi 1234 dieses Kloster. Bei archäologischen Arbeiten fand man das Grab König Wenzels I. und der Klostergründerin Prinzessin Agnes. Nach dem Auflassen des Klosters unter Kaiser Josef II. Verfiel dieses Gebäude und wurde erst im Jahr 1980 bis 1986 wieder restauriert. Betrachten wir dieses Kleinod der Frühgotik. Mit einem letzten Blick auf die Klostermauern spazieren wir weiter über die Kozi-Straße und blicken auf die schönen Häuserfassaden der Prager Altstadt und gehen weiter zum Jan-Hus-Platz, dem Mittelpunkt Prags. Umgeben von wunderschönen Häuserfassaden stehe ich im Mittelpunkt der Prager Altstadt. Das ist der Altstadtring mit dem Jan-Hus-Denkmal. Er war Böhmens größter Reformator. Hier hinter mir ist Palais Kinski. Der Spätbarockbau mit den eindrucksvollen Rokoko-Elementen entstand auf den Grundmauern eines frühgotischen Hauses.
Vom Balkon aus wurden bei besonderen Ereignissen öffentliche Ansprachen oder Reden auf das tschechoslowakische Volk gehalten. Unser Blick wandert verträumt weiter östlich zur Teinkirche. Die gotische Kirche am Altstädter Ring gilt als Wahrzeichen der Prager Altstadt. Mit dem Bau wurde 1365 anstelle einer romanischen Kirche begonnen. Die Fassade mit dem hohen Giebeldach hat König Georg von Poděbrady 1460 ausführen lassen. Die Teinkirche war unter anderem das Zentrum der böhmischen Utraquisten in Prag. Nordwestlich von mir sehen Sie die wunderschöne St. Niklas-Kirche. Das Innere der Kirche gilt als Musterbeispiel des Hochbarock. Die Kirche des ehemaligen Benediktinerklosters dient heute als Gotteshaus. Der prachtvolle weiße Sakralbau wurde im 18. Jahrhundert erbaut. Südwestlich sehen Sie jetzt das Altstädter Rathaus. Es dient heute hauptsächlich kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Die ältesten Teile gehen bis ins 11. Jahrhundert zurück. . 1338 gestattete der König Johann von Luxemburg den Altstädtern den Bau eines Rathauses. 1364 wurde erst der Turm zugebaut. Dieses Rathaus hat sich im Laufe der Jahrhunderte um einiges vergrößert und erweitert. Zum Beispiel 1360 das Kritzhaus in Backsteinfarbe mit den schönen Renaissancefenstern. In diesem Haus gibt es einen herrlichen Prunksaal mit Holzfresken. Oder 1458 das Miekeshaus. Dieses Haus wurde dann im 19. Jahrhundert im Stile der Neorenaissance umgebaut. Das anschließende Haus zur Minute mit wundervollen Figuren-Graffiti entstand um das 16. Jahrhundert. Die Löwenstatue geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Wir betrachten uns noch einmal den kompletten Rathauskomplex, bevor wir wieder zum Turm zurückgehen. Entstand auf der Südseite des Turms die astronomische Uhr, eine der jetzigen Touristenattraktionen. Die ursprüngliche Fassung der Turmuhr wird in das 14. Jahrhundert datiert. Die Häuser rund um den Altstädter Ring bzw. den Hussplatz sind eine farbenfrohe architektonische Augenweide, die dieser Altstadt ein wohl einzigartiges Flair verleiht.
Wir verlassen jetzt den Altstädter Ring und wandern über den ehemaligen Verbindungsweg der Altstädter Marktplätze, der Zeltnergasse mit ihren alten Palästen romanischen und gotischen Ursprungs zum Pulverturm, Prašná Brána. Der spätgotische Pulverturm hat eine Höhe von 65 Meter. Durch ihn führte die südliche Handelsroute nach Prag. Erbaut wurde er um 1475. Seinen jetzigen Namen hat er seit dem 18. Jahrhundert, wo er als Pulvermagazin diente. Der Turm wird von diversen Plastiken und Porträts böhmischer Könige und Landesfürsten geschmückt. Weiters ist dieser Turm eine Nachbildung der Brückentürme der Karlsbrücke. Verbunden ist der Turm mit dem Repräsentationshaus. Dieser wohlschönste Jugendstilbau, wo sich der 1380 gegründete, aufgelassene Königshof befand und 1918 die Unabhängigkeit der Tschechoslowakischen Republik erklärt wurde, kennt man heute unter dem Namen Repräsentationshaus. Dieses Jugendstilhaus ist ein typisches Beispiel für die Sezessionsbauten der Jahrhundertwende mit Vorliebe von kunstvollen Details wie Pflanzendarstellungen an den Fassaden. Heute ist es unter anderem ein Restaurant, Café und ein Auftrittsort diverser Musiker. Das Nationaltheater wurde von Josef Sitek 1868 bis 1881 erbaut. Kurz nach der ersten Vorstellung brannte zufällig das Theater ab. Josef Scholz, ein Schüler Siteks, ließ das Gebäude in nur 2 Jahren wieder aufbauen, wobei das Geld durch Spenden aus dem Volke kam. Am 18. November 1883 begann die erste Spielzeit mit der Oper von Smetana, Libussa. Während der Restaurierung 1976 wurde dieses Theater sehr großzügig mit plastischem Schmuck verziert. Zum Beispiel die Siegesgöttinnen, Apollo und diverse Musen oder die Allegorien von diversen Opern und Dramen. Der Wenzelsplatz ist die letzte Station unseres Spazierganges in der Goldenen Stadt. Er ist das pulsierende Zentrum des modernen Prag. Auf diesem Platz wurde schon Stadtgeschichte geschrieben. Er diente in den 80ern der Bürgerrechtsbewegung bei diversen Kundgebungen und Demonstrationen. Thank you.
hinter mir ist das Wenzelsdenkmal und das Nationalmuseum. Das schöne Wenzelsdenkmal wurde im Jahr 1912 von Josef Vaclav Miselbeck erbaut. Wenzel war 921 der Herzog von Böhmen. Er wurde jedoch von seinem Bruder erschlagen. Die Ermordung Wenzels ist auf den Machtkampf in Böhmen zurückzuführen. Seitdem wird er auch als Märtyrer verehrt. Die Reiterstatue des Fürsten ist mit vier weiteren Landespatronen verziert, wie der heiligen Ludmilla, des heiligen Prokop, der seligen Agnes sowie des heiligen Adalbert. Hinter dem Wenzelsdenkmal sehen wir das Nationalmuseum. Das Nationalmuseum wurde 1818 gegründet. Es ist das älteste Museum des Landes. Das Hauptgebäude verfügt über die neu vergoldete Kuppel und bildet somit den Abschluss des Wenzelsplatzes. Das Museum wurde im 19. Jahrhundert im Stil der Neorenaissance erbaut. Es beherbergt das Natur- und das Historische Museum sowie die Bibliothek des Nationalmuseums. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir, durch Prag zu wandern. Und so verabschieden wir uns mit einigen Eindrücken von Prag. Auf Wiedersehen.